Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und das verlorene Tal. Ich glaube, das Maismehl-Rezept, das ist bestimmt für die Mühle. Schmeißen wir mal ein bisschen Maismehl rein. Also ein bisschen Mais rein und gucken, was passiert. Ah, und da ist Sally. Hallo Sally. Ich will mit Sally reden. Meine Oma hat mir gesagt, dass Leute freundlicher zu dir sind, wenn du sie immer grüßt. Ach, sagt deine Oma das. Aha. Malen. Maismehl. Ich weiß nicht wofür. Ich mach einfach mal. Ich weiß nicht wofür. Ich mach's einfach mal. Da springt sie irgendwas. Ist Giesbert da? Ich weiß nicht. Nein, sieht nicht danach aus. Wir können trotzdem mal die Wichtel fragen. Vielleicht machen sie ja noch die eine oder andere Sache heute für uns. Das wäre nett von ihnen. Hätte ich vielleicht schon eher machen sollen. Aber wir kriegen das schon noch hin. Wir fragen dich lieber. Ja, du kümmerst dich um die Feldfrüchte. Blüte um die Blumen. Ja, alles klar. Und Woody um die Bäume. Ja klar, mach mal Woody. Danke. Sehr gut. Gegossen haben wir heute ja schon. Da hätte der Tui helfen können, aber das habe ich ja ein bisschen verpasst nun. Leider. Gut, jetzt wieder alle anquatschen. Hoffentlich finde ich die auch. Oh, da ist Sonja. Hallo. Ich kann eigentlich ein Anliegen schon machen, aber geht da gerade leider nicht. Das Spiel doof programmiert ist. Hä? Ah, oh, war 6 Uhr. Nee. Achso, sind wir generell einfach weg. Jetzt hat man auch die Mühle hier knirschen. Knirsch, knirsch. Wie sie malt. Knirsch, knirsch. Knirsch, 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 knirsch. Ach Gott, ich bin so doof. So, gut. Dann auf zurück ins Bett. So. Und rein. Ah. Was für ein langer Tag. Oder so. Keine Ahnung. Was ist jetzt? Alle herhören, der Angelwerb ist in der Startlöcher. Easy in der Startlöcher. Mhm. Angelwettbewerb also. Und jetzt? Entschuldige, Junge. Hm, was gibt's denn? Ich wollte mit dir über den Angelwettbewerb schnacken. Ich plane eine Veranstaltung für jeden, der gern angelt. Der Gewinner vom Angelwettbewerb kriegt einen großen Preis. Und was? Wer ich bin? Ich bin der, der das alles auf die Beine stellt. Deshalb bin ich nicht selber mitmachen. Deswegen kann ich selber nicht mitmachen. Stattdessen drehe ich allen, die mitmachen, mein Krams an. Nix, nix, schon nix gesagt. Mit so einem komischen Kragen, das sehe ich jetzt erst. So, egal. Der Angelwettbewerb ist jeden Monat am 10. Kommt doch mal vorbei, bis später. Am 10., ne? Wir haben jetzt den 3. Okay. Komm mal dann ja gucken, wenn es soweit ist. So, erstmal wieder alles schön füttern. Nase. Anliegen. Oh, das ist ein nettes Stück. Feine Sache. So, jetzt gebe ich Ihnen einen wunderschönen, ja, Sonnenblub. Okay. Laubbaumspross bekommen. Ein Stück. Wow, das ist so gut. Kaufen. Gibt es vielleicht mal neue Sachen, die ich einkaufen kann? Nee, sieht noch immer so traurig aus wie vorher. Es gibt Frühlingsnahrung, da fühlt sich das Tier im Frühling besser, aber sonst nicht, oder was? Toll. Alles klar, ich merk's mir. Ich freue mich schon auf den ersten richtigen Frühling. Das Jahr ist also gerade noch so ein bisschen traurig. Trostlos. Moment, schneit's. Da war gerade was, das sah aus wie Ernten. Ja, nee. Jetzt. Yay, Paprika! Ernten.
Nein. Okay. Jetzt habe ich dann weiß mehr, wofür auch immer. Gut, wir kümmern uns mal um Miltang und Kazooie. Die werden sich bestimmt auch freuen. Hey, Miltang. Ja. Ich kümmere mich doch schon um dich, meine Liebe. Ich denke, als nächstes hole ich mir ein Schaf. Und ich muss natürlich auch darauf achten, wo Giesbert ist. Und irgendwie ist meine Nase gerade eklig. Irgendwie ist gerade alles eklig. Nee. Ja, ein bisschen warten. Kümmere ich mich lange um das eine Loch oben. Wobei ich mich eigentlich auch hier um hier unten eher kümmern sollte. Ich bin ein bisschen doof. Graben. Erst alles weggraben, um es wieder drauf zu pappen. So funktioniert das hier. Ich sehe schon. So, jetzt wieder schön runter. Und weiter. Aber um die Ecke. Ach Gott. Immer dieses elende. Ups, das wollte ich gar nicht. Immer dieses elende Gegrabe hier. Aber man muss es wohl mögen. Man muss es mögen. Hallo, ich würde gerne. Danke. Ja, so ein bisschen. Dass die ganzen Raster hier ist, so eine analoge Steuerung schon sehr schwierig. Das ist sehr unglücklich eigentlich gemacht. Wenn das auch so leicht reagiert teilweise. Jetzt ist das so rum. Hallo? So. So. Oh, schon ganz schön viel ab wieder. So. So. Ist hier irgendwas besonders Tiefes? Nee, okay, da können wir ganz normal mit Auffüllen anfangen. Und es ist aber auch schon um 10. Moment. Dann gucke ich mal, ob hier irgendwo. Ah, die sind da. Und da sind welche. Okay, gut. Gucken wir mal nach Toni und seinem Vater und seinem Bruder und überhaupt allen, die da sind und cool sind. Und ihr wisst schon. danke. Hey, Ios! Wartet auf mich, ich komme. Ich frage mich, ob wir... Ich rede einfach mal. Wie hieß er? Ich vergesse auch immer den Namen. Brutus? Hieß er ich weiß es nicht. Vater von Toni. Hallo, Bruder von Toni. Hey, komm, spiel mit mir. Das sieht ziemlich ernst und gefährlich aus immer. Hey, Toni. Hallo. Oh, Jumi, danke für das Erz neulich. Hey, könnte ich dich noch was um einen Gefallen bitten? Natürlich. Danke. Nur, weißt du, falls du zufällig welches findest, okay. Was braucht er denn? Ach, Materialstein. Das ist doch kein Ding. Was geht bei dir so? Ja, zu verarbeiten. Nur das geht, hä? Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Was? Bessere Werkzeuge kann man bei ihm leider nicht machen. Okay, ich muss mal ein bisschen Stein sammeln, damit ich das Toni geben kann. Habe ich nicht vergessen, das ist eigentlich doch relativ simpel, die Aufgabe. Müsste machbar sein. Und ich muss wirklich auch darauf achten, wann Giesbert da ist. Ich glaube, der ist immer an der Quelle. Muss ich immer mal nach oben gucken, ob ich ihn zufälligerweise erwische. Weil ein Gespräch mit diesem jungen Herrn ist doch relativ wichtig. Viertes wird kommen in der Story, aber wir haben ja bis nächstes Jahr Sommerzeit, so Mitte, Ende Sommer. Wenn wir den Herbst sehen wollen. Deswegen hat das ja jetzt auch gerade nicht allzu sehr Eile. Ach ja, ich muss auch noch nach Kazooie gucken. Die Gute darf ich nicht vergessen. Ja, oh, sie hat Hunger. Alles klar, man muss sie also doch füttern. Was ist das hier eigentlich? Und auch kurz hochnehmen. So. Jetzt können wir auch gleich wieder nach Miltang gucken. Da. Sehr gut.
Läuft doch wie am Schnürchen, oder Leute? Was sagt ihr? allerbeste Milch. Anliegen. Da bist du ja. Ich habe noch ein Tierfutterrezept mitgebracht. Noch eins, okay. Wie wäre es, wenn du es mal probierst? Wenn es nicht ausmacht, zu teilen, hätte ich gerne eine Portion. Was war denn diesmal? Sammle alle Zutaten für Tierfutter. Okay. Stolznahrung. Okay, er will Stolznahrung. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich an den Grundbaustein davon rankomme. Von dem Futter. Das ist ziemlich deprimierend. Ich gucke hier nochmal. Mehl, okay. Futtermais. Futter herstellen. Brauchen wir Futtermais für alles. Wo kriege ich den her? Mann! Puh, das ärgert mich. Ganz ehrlich. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Verdammt. Erde vielleicht holen? Ach nee, ich kann ja das auch da weiter graben. Ach, ich bin so verpeilt. Es geht gar nicht. Die Blumen verkaufen im Blumenverkäufer-Damen durften auch irgendwann wieder mal erscheinen. Den, ich weiß nicht, ich würde gerne Blumen ihnen verkaufen. Den, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich will Blumen verkaufen. Ich habe so verdammt viel. Und abgesehen davon gibt es auch diese Anliegen. Und Katharina könnte auch mal wieder auftauchen. Ich meine, ich mag sie nicht, aber wenn ein Anliegen ist, kann sie gerne mal irgendwo auftauchen. Die blöde Kuh. Die olle Zippe. Ich mag sie immer noch nicht. Schlimm, solche Menschen. Das Schlimme ist, es gibt solche Menschen, gibt es ja zum Teil wirklich. Manchmal denkt man sich, nee, es gibt so ein Büchern oder so. Aber nein, Leute, es gibt wirklich Menschen, die so sind. Und das finde ich ganz schön traurig. So. Ich muss mal gucken, wie ich hier noch an mehr Erde komme. Und dieses Loch stört mich definitiv. Ich muss auf jeden Fall nochmal in meinen Schrank dann gucken oder so. So. Jetzt noch ein bisschen hier so. Die Ecken. Eigentlich könnte ich das ja auch. Nee, könnte ich nicht. Das war eine dumme Idee. Ich hatte gerade eine dumme Idee, vergesst es. Ich dachte, dass ich mich jetzt hier so hin und her hochbauen kann. Aber wenn ich irgendwo auf 7:30 stehen bleibe, weil die Erde alle ist, habe ich ohne es gekonnt. So. Lass mal zurück. So, ist der Gießpferd mal da? Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Da nicht, da nicht, da nicht. Nirgendwo ein Gießpferdchen. Gießpferd mit seinem Bart. Der Gießbart. Was? Oh, ich rede wieder einen Mist zusammen. So, habe ich vielleicht Erde noch in meinem Schrank? Da könnte ich mal auf jeden Fall als nächstes reingucken. Das Loch muss zu. Das Loch muss zu. Hallo? Gibt es hier irgendwo Erde? Hallo, Honey. So, nicht ablegen. Nehmen. Ach, da ist Erde. Ein bisschen. Die nehmen wir zum Stopfen. Oh, da schreibt gerade jemand. Boris schreibt mir von mir einen schönen grün-gelben Fleck. Was? Was labert der? Als wir uns gegenseitig geschlagen haben. Oh, cool. Hä, aber ich habe Boris nicht so doll geschlagen, dass ich ihn irgendwie grün oder blau geschlagen habe. Ach, Boris, du bist ein Weichei. Ich weiß, dass du das jetzt Play guckst und du weißt, dass ich das jetzt sagen werde. Dann wirst du mich jetzt anschreiben mit was? So. Was sieht das von oben immer so schlecht, wo man hier schon was eingefüllt hat? Das nervt ein bisschen. Aber dieses Loch stört mich einfach total. Jetzt habe ich hier zu hoch. So. Und hier noch. Genau.
Leute, es kann sich noch um Jahre handeln. Ich bin mir sicher, es handelt sich noch um Jahre. Vielleicht mache ich es oben dann auch ein Stück ebener dann oder so. Ich weiß noch nicht, was hier oben hinkommt. Vielleicht baue ich am Ende dann eh hier alles dann ganz weg oder so. Ich weiß noch nicht, was kommen wird. Da kommen bestimmt noch x Millionen tausend Umstrukturierungen. Ich kenne mich doch. Das ist halt eben auch extrem umfangreich. Am Ende, ich glaube, ich baue am Ende wirklich alles weg. Und all meine Arbeit, alles, was ich hier gerade reinpacke, wird irgendwann weg sein. Und es wird für umsonst gewesen sein. Oh Gott, ich will gar nicht dran denken. Das ist total deprimierend, dieser Gedanke. So, und weiter geht der Spaß. So, hier noch die Ecke. Übrigens meinte ich von... Es geht's weit irgendwo? Nein. Meinte ich von mit meinem Plan, dass ich hier immer so... Und zickzack das mache. Dann ist das hier quasi dann schon fertig abgeschlossen. Ich könnte es eigentlich auch machen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen übersichtlicher. Hallo? So. Ja, vielleicht mache ich das auch so. Na, Mädel, geh runter. Heute. Hallo? Manchmal, also die Steuerung ist manchmal schon ziemlich... gewöhnungsbedürftig, so auffüllen. Wenn ich mich ja auch noch hoch und dann sollte ich dringend mal schlafen gehen. Ich glaube, Gießbett lässt sich heute auch nicht mehr blicken. Ich kann es auch so machen, oder zweimal. Ich glaube, ich noch schneller. So. Ganz schick. Aber langsam gehen wir wieder die Ressourcen aus. Toll. Hier eigentlich ist hier, könnte ich alles auch wegbauen. Hier vorne das hier könnte ich so wegsäbeln. So, einmal weg. Tschu. Ja, glaube ich, auch eine Idee. Mache ich bestimmt auch. Okay, aber erstmal gehe ich ins Bettchen und sage Ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ihr mein Let's Play Harvest Moon und das verlorene Tal. Bye.